Wir machen jetzt einen ganz kurzen Ausflug in das Thema Usability oder Gebrauchstauglichkeit. Wir müssen uns ja klar machen, unser Benutzer ist ein realer Mensch mit allen Einschränkungen und Eigenschaften, die reale Menschen so haben. Ein Beispiel: Ihr Kurzzeitgedächtnis bzw. das Arbeitsgedächtnis hat gerade mal 4 Speicherplätze. Diese 4 Speicherplätze sind ja relativ schnell voll. Das heißt, diese 4 Speicherplätze, die Sie haben, setzen uns gewaltige Grenzen, was die Komplexität von dem angeht, was wir überhaupt tun können. Wir müssen gewisse Prozesse in der Wahrnehmung unterstützen, dass das, was wir tun, überhaupt in das Arbeitsgedächtnis reinpasst, sodass unsere Benutzer das, was wir da so treiben in der IT, überhaupt verarbeiten können. Und 4 Speicherplätze sind verdammt wenig. Es ist eigentlich ein Wunder, dass man damit überhaupt denken kann. Aber wir haben so ein paar Prozesse wie das Chunking, die das dann erlauben. 4 Speicherplätze. So. Jetzt gehen Sie mal mit der Sicht in folgendes Beispiel rein. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Consulter beschäftigt. Sie haben für einen Kunden gearbeitet und sollen jetzt mit dem Dialog Ihre Arbeitszeit auf dem Konto buchen. Also Sie sollen sagen, von wann bis wann haben Sie gearbeitet und auf welches Zeitkonto sollen diese Stunden gebucht werden. Und jetzt sind Sie mit diesem Dialog konfrontiert. Der Dialog ist so ein erster Entwurf gewesen von einem sehr, sehr guten Studententeam. Das Projekt ist nachher hervorragend gelaufen. Aber dieser erste Entwurf, überlegen Sie mal, was Sie alles sehen müssen. Sie müssen auf dem Dialog rumsuchen, um dann überhaupt die Stelle zu finden, wo kann ich denn die Startzeit und die Endzeit eintragen. Also Sie haben da wenig Strukturelemente und Sie haben vor allem mehr als 4 Elemente wahrzunehmen. Also könnte man vielleicht als erste Regel mal formulieren, wenn Sie eine Oberfläche machen, lassen Sie alles weg, was man zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt braucht. Alle Informationen, die Sie nicht brauchen, streichen Sie. Sie streichen alle Bedienelemente, die man gerade nicht braucht. Also machen Sie es bloß nicht so kompliziert, speziell bei so Systemen, die man nur so nebenbei verwendet. Streichen Sie einfach alles, was nicht notwendig ist. Absoluter, maximaler Minimalismus, wenn man so will. Auch wenn das jetzt ein komisches Wort ist. Sie sehen jetzt hier an dem Beispiel, kann man sich sehr schön klar machen, dass also zu viele Informationen drauf sind, die Bedienelemente sind zu komplex. Also ich habe hier irgendwie so eine komische Uhr, wo ich was eintragen kann. Das ist wahrscheinlich zu komplex und ich muss ja dann mit dem Daumen zu komplexe Bewegungen machen. Vielleicht ist ein einfaches Dialog, wo man irgendwie eine Zeit eintragen kann, günstiger. Also was Sie optimieren müssen, ist die Wahrnehmung des Benutzers. Also wie machen Sie eine Oberfläche so, dass der das gut wahrnehmen kann und dass er sofort kapiert, wo er hindrücken muss? Was können Sie da tun, um das zu machen? Punkt 1, Sie machen eine Rasterung rein. Das habe ich Ihnen an dem Adobe XD in einem vorherigen Video schon mal so ein bisschen gezeigt. Warum? Weil der Mensch eher so zeilen- und spaltenartig wahrnimmt. Das heißt, Sie scannen eine Oberfläche genauso, wie Sie ein Buch lesen würden. Also wie ein Bildeinstieg, auch wenn Sie ein Bild betrachten, ein Mitteleuropäer steigt immer oben links ein. Jemand aus Israel oder ein Araber würde oben rechts wahrscheinlich einsteigen. Vielleicht würde ein Mongole eher von oben nach unten lesen. Während alle, die ich vorher genannt habe, eher so zeilenweise lesen würden. Also jeder Kulturkreis hat eine andere Art und Weise, wie so eine Oberfläche wahrnimmt und wie er einsteckt. Aber diese Gliederung in Zeilen und Spalten, die hilft allen. Zweiter wichtiger Punkt ist, Sie machen eine Blockbildung. Sehen Sie hier so ein bisschen, hier ist ein Block und da ist ein Block. Das erlaubt dem Gehirn so einen gewissen Chunking-Prozess. Das heißt, ich kann so eine Sache als Block wahrnehmen, muss mich dann um die Details nicht mehr kümmern. Das heißt, da habe ich so eine Art Chunk von Informationen. Das heißt, statt, wenn Sie das hier mal anschauen, 1, 2, 3, 4, 5 Speicherplätzen in dem Kurzzeitgedächtnis, wenn ich einen Chunk machen kann, belegt dieser ganze Klotz nur noch einen Speicherplatz. Und dann habe ich den zweiten Speicherplatz für den Klotz frei. Also bauen Sie Struktur rein, Hierarchie. Und die Oberfläche sieht auch durch diese Gliederung schöner aus. Zweiter wichtiger Punkt, das ist hier so ein ganz alter Microsoft-Dialog, weil die Folie schon ein bisschen älter ist, halten Sie sich an die Gestaltgesetze. Gestaltgesetze sind so Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden. Auch da haben sich die Leute Gedanken darüber gemacht, wie nehme ich denn Dinge der realen Welt wahr, also welche Zusammenhänge sehe ich in Sachen rein.
Wenn Sie das, die Grafik hier mal anschauen, Sie sehen hier so Abschnitte, so wie Drucktitel, Drucken, Seitenreihenfolge. Das heißt, da fängt schon so eine Art Hierarchisierungs-Chunking-Prozess an. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen Block Drucktitel, ich habe hier so einen Block mit Drucken und hier einen Block mit Seitenreihenfolge. Also habe ich da schon Hierarchisierung drin, habe ich schon Struktur drin und kann dann weit in den Details weitersuchen. Und zweitens erleichtert mir dieser Blocksatz und die Zeilen- und Spaltenbildung die Wahrnehmung. Also vielleicht das Gestaltgesetz heißt, wenn ich jetzt Dinge gruppiere, werden die als eine Einheit wahrgenommen. Das ist sozusagen ein, also wenn ich Sachen grafisch sehr nah beieinander darstelle, dann werden diese als Einheit wahrgenommen. Und diese Einheitbildung sollte auch der Einheit, der fachlichen Einheit entsprechen. Also das, was ich wahrnehme, sollte dementsprechend was auch fachlich in der Anwendung zu sehen ist. Wenn ich jetzt anfange, Spalten und Zeilen zu bilden, kann ich auch den Raum besser ausnutzen. Also ich sollte natürlich auch die große Leerflächen vermeiden, ist natürlich klar. Und ich kann da die Fläche besser ausnutzen. Noch ein wichtiger Punkt ist Einheitlichkeit. Zum Beispiel sehen Sie es hier an dem OK- und Abbrechen-Knopf. OK und Abbrechen sollte dann immer in derselben Reihenfolge und immer an derselben Stelle des Dialogs sein. Stellen Sie sich vor, Sie machen im einen Dialog hier unten OK und Abbrechen und im anderen oben OK und Abbrechen. Also sorgen Sie für einheitliche Dialoge. Das heißt, wenn ich einen verstanden habe, verstehe ich alle. Und bauen Sie die immer gleich auf. Dann finde ich mich natürlich am schnellsten zurecht. So, es war ein ganz kurzer Ausflug in die Gestaltung grafischer Oberflächen. Wenn sich dafür Details interessieren, es gibt ein ganz tolles Buch von der Jennifer Tidwell zum Thema grafische Oberflächen und Sie finden ganz viel Material, zum Beispiel bei Material Design bei Google. Und wenn Sie unter der Überschrift UI Patterns googeln, werden Sie auch da jede Menge hilfreiche Vorschläge für die Gestaltung grafischer Oberflächen finden. Das hier war, wie gesagt, nur so ein ganz kurzer Ausflug. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierher.